Warte, wieso schlägt ihr die ganze Zeit Weasel News? Was gibt's denn Neues bei Weasel News? Oh Gott, ich wurde sogar markiert. Oh Gott, ich wurde sogar markiert. Ey, das meint er jetzt nicht ernst. Ey, das meint er doch nicht ernst gerade. Das kann der doch nicht ernst meinen, Bro. Schwere Erkrankung des Mafia-Paten Tasty Marquez. LSMD eingeschaltet. Er ist am Keuchen und Husten. Das Atmen fällt ihm schwer. Seine Getreuen haben sich schon von ihm verabschiedet und er liegt alleine in seinem riesigen Anwesen. Nur seine Haushälterin Sandy... Nur seine Hausälterin Sandy versucht alles, um dem Patron zu helfen. Es besteht Ansteckungsgefahr. Exklusiv konnte Weasel News mit dem Paten Tasty Marquez sprechen und auch wir sind erschrocken. Aus diesem Grund haben wir die Weasel News, die Experten des LSMD, um Hilfe gebeten und eine Seucheneinheit beauftragt, um nach dem Paten von Los Santos zu schauen. Nähere Infos folgen. Oh Gott, Digga. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, wir müssen das irgendwie ausspielen. Ich krieg grad eine Meldung. Ey, hast du Weasel News gesehen? Ich lese es gerade. Wie die LSMD schaut nach mir. Tasty? Ja. Ey, Mann, nein, Mann, steig doch ein. Das ist Bluff. Steig ein hier. Alles gut, ich steig hin. Steig ein hier. Ey, ich steig hin. Nein, alles gut. Kein Problem. Ich mach das Fenster lieber auf. Moment. Ey, schau mal. Ich schulde dem Tuppe noch Geld. Ich habe dem gesagt, ich kann dem nichts geben und so. Mir geht es richtig schlecht. Und hast du nicht gesehen, weißt du? Bist du krank? Nein, Mann. Der denkt, ich bin krank. Aber der sagt, der hat jetzt die Mediziner Bescheid gegeben, dass die nach uns schauen. Mhm. Kannst du mal die Mediziner, die Leitstelle anrufen und fragen, ob da jemand nach mir schauen wird gleich? Ey, nicht, dass die jetzt wirklich zum Anwesen kommen. Und dann kommt Weasel News auch mit. Ein wunderschöner Ramirez, mein Name. Ich habe gerade den Weasel News Beitrag gelesen, um den Herrn Marquez. Ey, wir müssen, wenn die kommen, müssen wir im Anwesen liegen. Wir müssen krank im Anwesen liegen, wenn die kommen. Herr Ramirez, ich habe mich ja schon begrüßt. Ich bin Familienangehöriger, ja. Ja, sag, du bist auch auf die Anwesen und so. Und du kannst nicht um die Villa in die Villa rein. Ich kann nicht in die Villa rein. Es ist Quarantäne anscheinend, ich weiß es nicht. Kommen Sie jetzt zum Anwesen, oder? Ja, kommen Sie ein bisschen zum Anwesen, ja. Aber mit Quarantäne und so, ne? Hier Masken, alles. Oh nein, Digga. Kommen die jetzt? Ja. Ey, das meinst du nicht ernst? Die haben gesagt, die wollen vorbeikommen. Okay, kommt die Weasel News auch. Dann, wenn ich schon diese ganze Ding hier mache, dann soll wenigstens Weasel News auch kommen. Ey, Jungs, zieht euch alle Masken an. Alle Gasmasken anziehen und zu die Villa kommen. Schnell. Alle Gasmasken anziehen. Vamos. Warum Gasmasken? Ey, frag nicht so behindert. Wenn ich sage, kauf, dann kauf doch einfach. Wie das aussieht. Schau, wie geht es Ihnen denn, Herr Marquez? Das klingt ja richtig übel. Ja, mir geht es echt nicht so gut. Ich habe Ihren Weasel News Beitrag gelesen. Sie können auch gerne kommen, wenn Sie mir nicht glauben. So kommen Sie einfach vorbei, aber nehmen Sie eine Gasmaske mit. Ich werde Abstand halten. Ja. Also, ich bin ja nicht verrückt. Wir sehen uns dann mit Distanz. Bis gleich. Ja, adios. Ey, Jungs, die kommen jetzt hierher. Weasel News und Medical Department, okay? Wir müssen jetzt so tun, als hätte ich, wäre ich schwerst krank und alleine in der Villa. Ey, wegen diese $200 macht mir so ein Ding. Der macht mir da Faxen, der Hund ist und der will mich abziehen. Gar nichts bekommt er. Der bekommt nichts von mir. Nichts, gar nichts. Ich gebe dem seine $200 nicht mehr. Denkt er, der kann mir meine Geld nehmen, meine $200? Gar nichts, sie bekommt er. Gar nichts bekommt der Hund ist und der. Warte mal kurz. Warte, wir haben doch irgendwo noch einen Fernseher. So, Jungs, ihr müsst ein bisschen Abstand halten. Einer geht an die Bar nach hinten, der andere setzt sich an die Piano und macht Musik. Wie bist du denn angezogen? Ja, Quarantäne. Ach du Kacke. Ja, das ist gute Outfit. Krass, das ist mir wirklich voll gefährlich geworden. Ich muss echt sagen, diese Masken, diese Atemwege, die sind schon echt schwer. Ja, egal, Mann. Alles gut, Jungs. Ihr haltet das schon aus. Die Herr von die Weasel News kommt gleich raus. Die Herr von die Weasel News ist gleich bei die Türe und dann macht ihr in die Türe auf. Ich bin gerade in die Fernsehraum, in die Villa drinnen. Ich hab keine Luft mehr. Chris, kannst du mich noch hören? Wieso bekommst du keine Luft? Das ist eine ganz normale Atemmaske. Ja, die ist ein bisschen fest. Was für eine Größe hast du geholt? Eine Kindergröße. Ich weiß nicht. Wo ist das Fernseher, Mann? Hier ist der Fernseher. Fetter Bastard. Ey, wie sind die denn? Wie ist er denn angezogen? Bruder, was hast du an, Mustafa? Ich seh das jetzt erst. Ja, ey, Mustafa, was hast du denn da angezogen? Fliegst du in Weltall oder was, du kleiner Pendejo? Ey, du willst mich doch verarschen, Mann. Bist du bei Toy Story oder was? Du Hundesohn, du. Hallo, was kann ich für Sie tun? Wir würden gleich mal mit einem alten Parkkollegen hoch zu Ihrem Wohnort kommen, ja, zu Ihrem Anwesen. Ja, klar, natürlich. Dann würden wir mal alle Ihre Mitarbeiter und Sie inklusive testen wollen, ja? Ja, alles gut.
Herr Marcus, wir bringen auch Medizin mit, ja? Ja, okay, gracias, adios. Schaut mal raus, ob die das sind von den Wieselnius. Ja, der hat doch noch einen. Wir schon, die kommen rein. Okay. Okay, die kommen jetzt rein. Halt sie Abstand. Ja, oi, oi, oi. Der liegt auf der Couch, Achtung, Achtung. Achtung, Ansteckungsgefahr. Okay, schau mal dahin. Senor. Das sieht gar nicht gut aus bei Ihnen. Mir geht es wirklich nicht gut. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich glaube, es werden meine letzten Tage sein. Den Eindruck hatte ich, deswegen hatte ich auch das MD informiert, weil ich weiß ja, Bruder. Männer wie Sie sind so stolz, dass Sie keinen Arzt informieren. Ja. Ach, Achtung, ja. Hoffentlich kommt gleich das MD. Herr Gondolfulus Mandulus Gondulus. Ich glaube, das war es mit mir. Meine besten Zeiten sind vorbei. Herr Präsident, halten Sie alles durch. Gut, Jungs. Halten Sie durch, Mann. So ein Geier bin ich, Digga. Ich mache einen Hollywood-Film, damit ich $200 nicht zurückbezahlen muss. Wie ich mich mit dem Herrn Marquess unterhalte. Verlass uns nicht. Reicht, Jungs, reicht. Einen wunderschönen guten Tag. Grüß Sie. Oh, das sind die. Hallo. Okay, Sie sind also der Geschädigte in dem Fall. Mein Name ist Sebastian van Gebauer. Wir haben telefoniert von Medical Department. Mark Gebauer? Ich bin Mark! Nee, nicht Mark Gebauer, Sebastian van Gebauer. Gebauer? Mark! Sag mal, möchtest du jetzt eine Rolex oder eine Behandlung? Sehe ich so aus, als würde ich noch eine Rolex brauchen. Hä? Hä, warum brennt das da? Wollen wir noch eins? Hä? Hallo. Hör doch mal auf. Das war ich. Ach, das waren Sie? Danke, dass Sie es mitbekommen haben. Senior von Gondolus, Mondolus, Longus, ja. Mongus, Fundus. Es tut mir wirklich leid, dass ich meine Schulden nicht begleichen konnte. Ja, das ist jetzt sekundär, Herr Marquez. Also, wir wollen ja erstmal das Gesund werden. Ich würde Sie, ich hätte eine letzte Bitte, bevor ich... Nein. Ja, wir machen jetzt... Ich habe eine letzte Bitte, bevor ich gehe. Ja. Nein. Herr Gondolus, Mondolus, Fungus, ich bitte Sie, lassen Sie mich freigehen, als freier Mann. Ich bin als freier Mensch auf diese Insel gekommen, ich will als freier Mensch wieder davon treten. Sie sollen natürlich ohne Schulden gehen. Sollten Sie versterben, werden wir die Schulden erlassen. Aber wir wollen natürlich, dass Sie gesund werden. Ich habe deswegen ja auch den besten Arzt geholt. Jungs, sollte man Eimer, Mann. Ich kann diese ganzen Qualen nicht mehr ertragen, Mutter Maria Jesus. Jungs, wir machen unser Ritual. Ich glaube... Wir sind Kakerlaken. Ich gehe von euch, Jungs. Adios. Er ist gestorben. Was machen die Medics überhaupt? Wo sind die Medics? Medics! Ich lebe doch noch, Er lebt. Oh nein, mein Herz. Ich glaube, ich gehe von euch, Jungs. Die geht alle weg von dir. Jungs, ich glaube, ich gehe von euch. Ricardo. Jungs. Ich lebe doch noch. Oh mein Gott. Ricardo. Ja. Mein Bruder. Erzähl. Ricardo, du warst immer vor mich da. Ja. Ricardo, ich mochte, dass es dir gut geht, Ricardo. Ich will noch eine Sache sagen. Sag. Ricardo. Ja. Ricardo, du bist ein Hurensohn. Okay. Alles wird gut. Okay, Jungs, macht euch keine Sorgen um mich. Ich werde auf die Kakerlakos aufpassen. Bitte. Bis in den Tod. Okay, Jungs, bitte, geht mal hinter das Problem. Ich wünsche euch was, Jungs.
Passt auf euch auf. Die Markus, Sie haben jetzt, bleiben jetzt schön bei uns. Ja, halten Sie immer schön die Augen offen, bleiben Sie wach, ja? Denken Sie an was Schönes. Was ist denn gerade Ihre aktuelle Frau? Wer ist das? Ich? Sie sind aktuell mit den Herrn Markus zusammen. Herr Markus, hören Sie mich. Die Mandy braucht Sie, ja? Sie dürfen sie jetzt nicht alleine lassen. Herr Markus, hören Sie mir zu. Sie müssen jetzt stark bleiben. Halten Sie durch. Wir werden jetzt Folgendes machen. Wir nehmen Sie einmal mit ins Krankenhaus. Ich muss unbedingt mitkommen. Mandy. Es darf auch nur eine Person Mandy. Mitkommen. Ich. Willst du mitkommen? Wer mitfährt, ist mir Mandy, dreh dich um. Wir fahren alle hinterher, Junge. Haben Sie denn vom LSP jener Eskorte nicht, dass ja. Auf dem Weg Leute Kontakt haben? Wir haben mit Eigenschutz nicht anonym. Keiner hat es. Okay, wir werden Ihnen Schutz geben, Medic. Sehr schön. Herr Marquez, ich werde Sie jetzt einmal hochnehmen, ja? Herr Marquez, durchhalten, ja? Hey, Jungs, ich habe einfach einen halben Hollywood-Film wegen $200 gedreht, Digga. Die Outfits haben alleine mehr gekostet für die Statisten als diese $200, die ich ihm hätte geben müssen. Alles gefickt, Digga. Einfach $500 investiert, um keine 200 Herr zahlen zu müssen, so Alter. So. So. Herr Marquez, versuchen Sie mal zu stehen. Ist das möglich oder sind Sie dafür zu spät? Oh. Mandy, komm ein bisschen weiter nach vorne. Mandy. Ich liebe dich, Mandy. Hey, komm ein bisschen zur Seite, Oh, Mandy, oh, ey, oh, ey, oh, mir geht schlecht. Mandy. Muss ein Foto machen von dem letzten Moment hier noch, die ich erlebe. Dann werde ich es einmal tragen, oder allein können wir nicht laufen, ne? Ja. So, gut, Achtung, hau ruck. Mann, so, ach du Kacke. Ey, wie komme ich aus dem MD raus? Ey, Bro, ich muss die vom MD bestechen irgendwie. Ey, fuck, Bro. Ich muss dem Geld geben. Ey, ich mach so viel Minus, Digga, wegen diesen 200. Alles gefickt. Richtiger Allmann, Digga, wegen diesen $200 Filme machen. Ich muss da irgendwie verschwinden. Guck mal, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich werde entführt oder ich besteche die Leute vom MD. Wenn ich wieder gesund bin, dann will er die $200 haben. Er schafft. Ja, du trägst ihn hoch. Seine letzten Worte waren einfach Hurensohn an mich. Sie dürfen, das wäre auch cool, wenn Sie Ihren Kollegen und Mitarbeitern sagen, dass jetzt erstmal keiner ins Zimmer rein darf. Ey, die Jungs, du bist so leid. Ich beleidige die von Kopf bis Fuß jeden Tag. Und der ist schon froh, dass er. Der ist schon. Ricardo ist schon so weit. Der ist das schon so gewohnt, beleidigt zu werden. Der freut sich, wenn er nur Hurensohn an den Kopf geschmissen bekommt. So. Wo bin ich? Ich muss Ihnen was sagen. Sie müssen unbedingt durchhalten, denn ich bin schwanger. Was? Ja. Mein Herz! Oh! Au! Ui, mein Herz, ich bekomme. Oh! Die Krankheit breitet sich, glaube ich, gerade noch mehr aus. Ei! Ha! Sie müssen durchhalten fürs Baby. Ich glaube, er hat Herzrasen. Meine Herz! Herz raus, mein Herz! Ich glaube, meine linke Schulter tut mir so weh, ich glaube! Herr Marquez, ein und ausatmen. Ich glaube, meine Ohren nicht. Ach du heilige Scheiße. Virus, oder? Herr Marquez, machen Sie jetzt einmal den Mund auf. Nein, ich mochte das gar nicht überleben. Ich will das nicht Mund auf, Herr Marquez, sonst muss ich in den Mund aufziehen. Sie müssen das überleben. Sehr schön. Okay. Ja. Und dann einmal in die Nase, so schön rein da. Wir haben doch gestern gesagt, wir wollen eine Tochter haben. Oh, eine Tochter auch noch. Oh, mein Herz. Ah, es kommt wieder. Oh, ai. Bitte, ich kann es nicht glauben, ich bin so klug, ich muss nicht sterben. Ich muss kurz die Geräte checken und sehen. Das geht nicht. Sie können jetzt nicht sterben. Sie können mich doch nicht alleine mit dem Kind lassen. Ich will nicht alleine mit dem Kind lassen. Oh, ich sterbe. Oh. Machen Sie doch was. Ich muss gerade die Geräte anschließen. Sind Sie Techniker oder sind Sie Arzt? Ja. Ich müsste die Geräte an ihn anschließen. Bitte warten Sie. Ich bin einfach Techniker. Jetzt lass ich mich sogar abknallen. Ich habe eine Bitte an Sie. Gehen Sie bitte raus und holen Sie Ricardo hier rein. Ich mochte alleine mit Ricardo reden. Okay, gut, warten Sie. Mandy, du auch. Okay. Ricardo? Was ist Ricardo? Oh, Ricardo, mein Freund, ich hab dich vermisst. Hey, Ricardo.
Ja. Ey, ich muss hier sofort irgendwie raus. $200 schulden, dann sagen ihr Mann, die ist schwanger, ich muss meine Tod vortäuschen. Das geht so nicht, Mann. Ich kann nicht noch eine Tochter aufpassen, Mann. Es reicht. Wir müssen irgendwie meine Tod vortäuschen. Wir müssen irgendwas sagen. Du musst mich hier irgendwie rausbekommen. Okay. Ricardo, ich bin am Arsch. Verstehst du die erste Lage? Diese $200 ist kein Problem, aber dann kommt Mandy zu mir und sagt, sie hat eine Tochter im Bauch. Willst du mich verarschen? Ich muss hier irgendwie wegkommen. Bring mich hier weg. Ich stehe vor der Tür. Ja, was machst du? Denk dir was aus, Mann. Irgendwie, keine Ahnung. Sag, ich könnte dich tragen und dann hauen wir ab. Sag, er ist tot. Und dann nehme ich ihn auf deine Schulter und fahr weg. Okay, ich muss irgendwas machen. Ich muss mich ausziehen komplett. Oder? Soll ich dich abstechen? Nein, spinnst du? Du kannst mich doch nicht abstechen jetzt. Egal, lauf raus, scheiß drauf. Hauptsache keine Tochter, keine Kinder mehr. Lauf raus! Mir geht's so schlecht. Bleiben. Sag, ich bin tot. Sag. Er ist tot, Egal. Er ist tot. Nein, nein, kommen Sie doch her. Er ist tot. Bleiben Sie stehen. Was machst du? Er ist tot, man kann ihm nicht mehr helfen. Er ist tot. Weg, lauf, lauf. Bleib doch hier. Er ist tot. Bleiben Sie doch hier. Lauf, 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 schnell, nimm dir dein Auto, schnell. Schnell, nimm dir dein... Lauf, 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 weg hier, Jungs, schnell, schnell, ein Auto, wir brauchen ein Auto, weg hier, schnell. Weg, wieso? Mandy ruft mich an. Nein, nein, heb nicht ab. Fahr! Das mit dem Hupensohn war aber nicht ernst gemeint, oder? Doch, natürlich war das ernst gemeint, was denkst du eigentlich? Warum bin ich... Ey, Jungs, ich bin gef***t, ich werde Vater, Mann. Mandy hat gesagt, sie ist schwanger. Ich muss untertauchen, das geht nicht mehr. Gibt nicht umsonst eine Sache, die heißt Phantomhammer. Ey, egal, wer ab jetzt fragt, ich bin tot, okay? Ihr habt mich beerdigt. Out of the fact I didn't hurt her though. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. Out of the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know.